Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute dreht sich das ganze Video um ein Ereignis, was demnächst auf euch zukommen wird und dazu werde ich euch auch den ein oder anderen Training-Tipp mitgeben. Bevor wir aber damit starten, nochmal kurz zu meinem Gesundheitsstand. Für alle, die es interessiert, ich hatte halt eine Nasenscheidewand-Operation. Das ist einfach dazu da gewesen, dass ich wieder besser Luft durch die Nase bekomme, weil das einfach schon seit mehreren Jahren ein Problem von mir war und deswegen höre ich mich jetzt auch noch ein bisschen nasal an. Das heißt, meine Nase ist jetzt einfach noch ein bisschen zu. Ich habe da noch so zwei Plättchen drinnen, die kommen aber am Montag raus und dann, ja, dürfte das Ganze auch schon wieder geregelt sein. Also das war jetzt auch der Grund, warum in den letzten Tagen nicht ganz so viel gekommen ist. Ich hatte Bock, aber es ging einfach gesundheitlich nicht. So, aber darum soll es im heutigen Video nicht gehen. Im heutigen Video geht es nämlich um ein Event, was unfassbar krass ist und wo man einfach so viele Coins mitnehmen kann. Und zwar ist die Rede von FootMass. FootMass ist ein Ereignis, welches jedes Jahr in FIFA so rund um die Weihnachtszeit eben rauskommt. Also damit feiert FIFA sozusagen Weihnachten und da gibt es extrem spezielle SBCs, da gibt es Mystery-SBCs, Tagesgeschenke, Special Packs und das möchte ich euch heute eben genauer erläutern. Und dann beginnen wir einfach jetzt mal direkt mit dem Datum und zwar, wann wird FootMass genau rauskommen? FootMass begann letztes Jahr am 16.12. und ging bis zum 28.12. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das dieses Jahr genau dasselbe Datum sein wird. Letztes Jahr war es von einem Freitag bis zu einem Mittwoch. Dieses Jahr wäre es, wenn es eben genau dieselben Daten sind, von einem Samstag bis zu einem Donnerstag. Aber ja, letztes Jahr war es wie gesagt auch von Freitag bis Mittwoch. Das ist eigentlich auch ziemlich untypisch für FIFA. Normalerweise ist es ja eigentlich immer so, keine Ahnung, irgendwie Dienstag oder so oder Freitagabend oder Freitag auf Freitag und so. Aber ja, letztes Jahr war es auch einfach Freitag auf Mittwoch. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es dieses Jahr einfach Samstag auf Donnerstag ist. Vielleicht startet es aber auch schon am 15.12. und geht dann nur bis zum 27.12. Das wäre auch noch eine Option. Ja, aber rund um diesen Dreh wird das Ganze eben stattfinden. So, und in dieser Zeit gibt es jetzt eben extrem viele verschiedene Ereignisse. Zum einen dann eben tägliche Squad-Building-Challenges. Diese waren im letzten Jahr aber nicht in der ganzen FootMass-Zeit, sondern nur vom 16. bis zum 25. Das heißt, zwischen 25. und 28. gab es keine täglichen SBCs mehr. So, und bei diesen täglichen SBCs bekommt man dann immer Spieler bei einer bestimmten SBC. Und da gibt es dann zum Beispiel eine Isco-SBC oder eine Willian-SBC, so wie das letztes Jahr eben auch war. Und dabei geht es um die Rückennummer der Spieler. Das heißt zum Beispiel am 16. Dezember kommen drei Spieler raus, die die Rückennummer 16 tragen. Und dann eben am 17. kommen drei Spieler raus, die die Rückennummer 17 tragen. Und das Ganze geht eben bis zum 25. so weiter. Und ja, ein Beispiel wäre zum Beispiel am 22.12. würden dann vielleicht Isco, Willian und Chadli kommen. Genauso war das eben letztes Jahr. Und ich gehe stark davon aus, dass das auch dieses Jahr wieder ähnlich sein wird, wenn nicht sogar genau gleich, dass da eben wieder diese Rückennummern eine große Rolle spielen. Und da kann man natürlich auch teilweise investieren, aber das ist nicht ganz so easy. Denn man weiß da halt wirklich nicht ganz, welche Bedingungen man da erfüllen muss. Aber man kann die Spieler natürlich schon sehr leicht vorausahnen, da man die Rückennummern der Spieler ja weiß. Und dadurch kann man das Ganze sehr, sehr gut einschätzen. Okay, also das passiert zwischen 16. und 25. Diese SBCs mit den Rückennummern und so. Und ab dem 25. bis zum 27. kommen dann Mystery Pack SBCs. Das sind verdammt spezielle SBCs, die es wirklich nur in diesen drei Tagen gibt. Und das Ganze ist in meinen Augen extrem interessant, denn man weiß nicht genau, was für ein Pack man bekommt. Also ich zeige euch jetzt zum Beispiel mal eine SBC aus dem letzten Jahr, und zwar zum Beispiel vom 26. Dezember. Da durfte man maximal drei Spieler aus derselben Liga, maximal sechs Spieler aus derselben Nation, dann mindestens 73er Rating und ja, das Ganze ist eigentlich ziemlich easy dann zu lösen gewesen. Ne? Ja, und zwar konnte man das wirklich für so 3.000, 4.000 Münzen abschließen und man hat dann halt wirklich 4.000 bis ein 25k-Pack bekommen. Also man wusste vorher nicht, bekommt man 4.000 Münzen, bekommt man was, ja, ein bisschen besseres, vielleicht 10.000 Münzen, bekommt man 15k-Set oder bekommt man sogar ein 25k-Pack. Also da waren sozusagen Rahmen gesetzt, also Grenzen gesetzt, zwischen denen die Belohnung reinfallen kann, aber man wusste eben nicht ganz genau, welches Pack man bekommt, beziehungsweise wie viele Coins man bekommt. Ja, und das war eben genau das Interessante bei den Mystery Packs, man wusste einfach nicht genau, was man am Ende rausbekommt.
Und das gibt es eben so in dieser Form wirklich nur 3 Tage in der Footmess-Zeit. Und zwar wirklich zwischen dem 25. und dem 27. Dezember. Da bin ich auf jeden Fall schon gespannt, welche Voraussetzungen da dann zu erfüllen sein werden. Vielleicht eskaliert EA auch richtig und sagt, man kann, keine Ahnung, alles zwischen einem 25 und einem 100k-Pack bekommen bei so einer SBC. Und da braucht man zum Beispiel dann 84er Rating zwar für die SBC, aber da könnte man dann eben zum Beispiel gut investieren. Aber das Ganze funktioniert halt nur, wenn die Bedingungen auch wirklich so krass sind. Deswegen setzen wir hier auch schon direkt den Trading-Tipp an, und zwar ist das Ganze eben ein Investment-Trading-Tipp in 82er und 83er, vielleicht auch 84er, aber am ehesten eigentlich die 83er, denn die haben die heftigste Preisschwankung, beziehungsweise die sind einfach im Verhältnis zu der letzten Preissteigung extrem, extrem gefallen. Zum Beispiel ein Kagawa war bei 4000 Münzen, kostet jetzt nur noch ca. 1500 Münzen. Ne? Ich zeige euch das Ganze einfach mal in-game, also der kostet sogar wirklich weniger als 1500 Münzen, und zwar kostet er ja 1400 Münzen. Kann man sich echt mal mitnehmen, und da würde ich euch raten, ja einfach mal so 5 Stück mitzunehmen, die auf die Transferliste zu packen und dann einfach mal zu warten und zu schauen, ob sie steigen, wenn Footmess dann beginnt. Und wenn diese Spieler nicht zu Footmess steigen, dann steigen sie auf jeden Fall im Laufe des FIFA-Jahres nochmal, denn es gibt immer Phasen, wo 83er Spieler gebraucht werden für SBCs, wo man ein bestimmtes Rating braucht. Also ist dieser Trading-Tipp im Endeffekt komplett ohne Risiko. Ihr könnt hier eigentlich so gut wie keinen Verlust machen, denn wenn ihr euch da einfach den ein oder anderen 83er mitschippt, dann kann euch da wirklich nicht viel passieren. Und zum Beispiel hier ein Zonzi 1700 könnte man mitnehmen, ist jetzt aber eigentlich im Verhältnis ja schon ziemlich teuer, muss ich sagen. Deswegen vielleicht dann doch so ein Jan Sommer. Schauen wir mal, was der im Moment kostet. Ja, der dürfte weniger kosten, dachte ich mir eigentlich. Ich weiß nicht, wieso ein Zonzi gerade so teuer ist, aber Jan Sommer kostet zum Beispiel jetzt hier ja auch 1400 Münzen, genauso wie Kagawa. Und da einfach mal von jedem 83er einen in den Verein speichern und dann vielleicht noch ein paar auf die Transferliste packen. Ne? Wie gesagt, beim letzten Mal, wo solche Karten für SBCs gebraucht wurden, da sind die 83er wirklich auf 4000 Münzen hochgegangen. Das ist unfassbar krass, wie die sich einfach im Preis verändert haben. Deswegen finde ich es auch wirklich clever, sich 83er immer, wenn sie unter 1500 Münzen kosten, zu holen und die dann eben einfach im Laufe des FIFA-Jahres wieder zu verkaufen, denn es gibt, wie gesagt, immer einige Phasen in einem FIFA-Jahr, wo diese 83er eben mehr kosten. Ne? Das Ganze funktioniert auch mit 84ern, allerdings finde ich nicht ganz so gut, denn zum Beispiel ein Fährmann kostet im Moment ja 4000 Münzen circa. Ja, wie wir hier sehen können, 4200 Münzen, der lag halt bei 6000, 7000 Münzen im Schnitt, während diese ganzen SBCs draußen waren. Also auch hier würde man 3000 Münzen Gewinn machen, allerdings kostet das Investment natürlich auch wesentlich mehr. Fährmann habe ich schon im Verein, deswegen investiere ich jetzt nochmal schnell im Bürki. Der kostet im Moment ja 3800 Münzen. Hier einer für 3,6 werden wir glaube ich nicht bekommen. Doch, bekommen wir tatsächlich. Okay, für 3600 Münzen ein Bürki, das ist schon richtig, richtig günstig. Und der lag eben, wie gesagt, auch wie Fährmann bei ca. 6000 bis 7000 Münzen. Ne? Also da gehe ich schon von einem starken Gewinn aus und deswegen rate ich euch, investiert in 83er und 84er Karten, wenn sie nicht zu teuer sind. 84er würde ich sagen unter 4000 Münzen, 83er unter 1500 Münzen. So, also das war jetzt so diese kleine Trading-Methode, die ich euch zeigen wollte. Also investiert einfach mal, man kann da eigentlich nicht wirklich Verlust machen. Und jetzt gehen wir auch schon weiter mit den letzten Infos zur Footmess. Und zwar gibt es während der Footmess-Zeit keine Bedingungen für Daily Knockout-Turniere und die Weekend League. Also man kann da, soweit ich das jetzt verstanden habe, wirklich auch Trainingskarten verwenden. Also diese plus 10 Push-Karten kann man verwenden, weil die sind im Normalfall eigentlich gesperrt für die Weekend League. Aber das sind halt hauptsächlich Infos aus dem letzten Jahr. Deswegen kann es sein, dass EA sagt, okay, dieses Jahr machen wir es anders. Dieses Jahr darf man die trotzdem nicht verwenden, diese Push-Karten. Ne? Also ich weiß nicht, inwiefern das dieses Jahr auch so sein wird. Da muss man einfach mal das Ganze sich anschauen. Und ja, was nochmal richtig krass ist zum Ende, man bekommt tatsächlich jeden Tag in der Footmess-Zeit Tagesgeschenke. Tagesgeschenke kann man auf der Web-App und auf der Companion-App abholen. Die Companion-App ist übrigens die Handy-App zu FIFA 18 Ultimate Team. Das fragen mich nämlich ganz oft viele Leute. Also da unbedingt zwischen dem 16. und dem 28. Dezember jeden Tag reinschauen. Da könnt ihr euch ganz, ganz günstig einfach mal ein Tagesgeschenk abholen. Oder was heißt ganz, ganz günstig? Ihr bekommt es geschenkt. Ich wollte eigentlich sagen ganz, ganz schnell oder so. Aber ihr bekommt es wirklich geschenkt. Also da könnt ihr dann wirklich teilweise auch 5000 Münzen einfach so geschenkt bekommen. So, und das war jetzt eigentlich auch schon das Video
Video zu Footmass. Ich hoffe, ihr habt das alles ja halbwegs verstanden, beziehungsweise ich hoffe, ich habe es halbwegs gut rübergebracht und ihr ja wisst jetzt einfach, was zu tun ist. Falls es dennoch Fragen gibt, dann schreibt mir diese unbedingt in die Kommentare. Ich werde versuchen, alles so weit als möglich zu beantworten. Ich habe euch auch nochmal einen Artikel aus FIFA 16 zu Footmass verlinkt. Vielleicht hilft euch der auch nochmal ein bisschen weiter. Und ja, ansonsten denke ich, habe ich alles gesagt. Investiert in 83er, 84er, das ist sehr, sehr wichtig, denn da könnt ihr einfach Coins rausschöpfen. Und sonst, Leute, was auch wichtig ist, nochmal was ganz anderes. Ihr müsst wirklich schauen, dass ihr während FIFA immer wieder eure Silberspiele auch abcheckt, denn die sind teilweise unfassbar viel wert. Oder wenn so Top-Partien rauskommen, checkt ihr bitte immer ab, ob ihr Spieler von den Top-Partien in eurem Verein drinnen habt. Und wenn ja, dann müsst ihr die unbedingt zu dieser Zeit verkaufen, denn da gehen einfach so viele Coins flöten, wenn ihr das nicht macht. Denn diese Top-Partien sind halt nur ein paar Tage draußen und wenn ihr in dieser Zeit nicht reinschaut, dann sind Spieler, die normalerweise nichts wert sind und in der Zeit eben dann irgendwie 5.000, 6.000 Münzen wert wären, dann eben wieder nichts wert und ihr habt das Ganze halt verpasst und ja, habt einfach mal die Coins nicht mitgenommen, die ihr sozusagen geschenkt bekommen hättet. Also wichtig, Leute immer aktiv im Verein die Spieler abchecken, ob sie was wert sind und wenn ja, dann unbedingt schnell verkaufen. Und ja, Freunde, das war's auch schon mit dem Video. Ich habe, wie gesagt, seit 4 Tagen, glaube ich, kein Video mehr gebracht. Das ist jetzt eben das erste nach etwas längerer Zeit, könnte man sagen. Ich bin sehr, sehr gehypt, in nächster Zeit viele Videos für euch zu machen. Ich habe extrem viele Ideen gesammelt in der Zeit, wo ich jetzt eben auch im Krankenhaus war und so. Aber Leute, da wird echt was Krasses auf euch zukommen in nächster Zeit. Also falls ihr neu seid, Leute, bleibt auf jeden Fall am Start. Würde mich extrem freuen. Kurze Werbung noch ganz am Ende, Leute. Ich hau die jetzt nochmal ganz dreist rein. Ich möchte euch nämlich nur darauf hinweisen, dass ich auf Instagram extrem aktiv bin. Checkt es gerne mal ab. FIFA Allstars Underline David. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dort auch am Start seid. So, und jetzt habe ich euch auch schon genug zugelabert. Das war's mit dem Video. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.